Hallo, herzlich willkommen bei Let's Play GTA 4. Yo, ich bin euer Dark Dragon 90 und wir wollen auch gleich weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau waren, aber bei GTA ist das ja doch relativ einfach. Einfach ein bisschen Gas geben und im Endeffekt geht es ja doch nur um die Mission. Was ich noch weiß ist, hey, der hat ja überlebt. Das ist auch unser Sportwägelchen. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, dass wir da der richtige Radiosender drin haben, weil die anderen dürfen wir ja eigentlich gar nicht verwenden. Liberty Rock hier in der... So, ja. Beim letzten Mal, jetzt machen wir die Musik, wenn Gleiser, die habe ich nämlich gerade... Oder hab nur ich die laut auf den Ohren? Ich glaube nur ich habe das laut auf den Ohren. Mach mal ein bisschen leiser. Und wir werden jetzt aber nicht mit unserem Sportwägelchen unterwegs sein, sondern wir werden uns mal was Neues organisieren, was wir uns klauen werden. Und dann werden wir uns wahrscheinlich mal zu dem F bewegen. Oder wir könnten eigentlich mal... Ah, falsch. Menü, Telefonbuch. Wir könnten ja Roman eigentlich mal wieder anrufen. Okay, der Roman hat keine Zeit. In dem Fall. Ups. Okay. So, haben wir beide kaputt. Dann bewegen wir uns mal hier zu diesem F, was wir hier stehen haben. So. Ja, was gibt's so zu erzählen? Gute Frage. Das ist immer so die Sache. So viel Neues. Also es gibt schon was Neues, aber da möchte ich eigentlich nicht wirklich drüber reden. Es ist nicht so viel Neues eigentlich. Ach, das ist doch von dieser Mafia-Gang, den wir einen Mitarbeiter geklaut haben von jetzt. Wie heißt er denn gleich nochmal? Irgendwas mit F? Ha! So schlau, Das war die richtige Taste, dann lassen wir mal die Waffe schnell verschwinden. Mit der Faust reicht eigentlich aus. Dann schauen wir mal, was er so für uns hat. Do you have protection? Hey, Nico. Hey. Come in. Thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit? You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people.
blah, blah. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Ja. Bring Dmitry zum Sexshop. Ja, Loco. We're going to that sex shop on Hof Beach. So, wir haben da natürlich wieder wunderschönes, tolles Navigationssystem. Least he could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Ja, geben wir mal Gas. Die haben sich jetzt ein bisschen gezofft, ja, ist ein bisschen tragisch. So. Ja, also mit Controller zu fahren in GTA ist doch wesentlich einfacher. You have arrived. Calculating route. Betritt das Geschäft. You have arrived. Alles klar, werden wir machen. Schmuddelädchen. Ja, alle, die unter 18 sind, jetzt bitte Augen zu. Where's your boss? What do you mean? He's, in the back? No, 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 he's... He better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage Bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you in. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. We ain't making that much cash. Ziel. Is that a fact? Maybe we can't pop you, Joseph, but we can fuck up one of your boys. Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can push in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Hey, man, please, go easy on me. Come on. All right, already. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. Oh, ärgerlich. Money for Mr. Faustin. Fine, here you go. We ain't gonna have the reason. You should have thought of that earlier. Don't kill me. I got a load of desperate fans on the internet. This is a mess. Let's get out of here. So, in dem Fall gehen wir schon wieder. Oh.
irgendwie glaube ich nicht. Off of Dillon Street in Shotwell. Ah, Waffengeschäft. Ah, Gelder eintreiben. Jetzt ist klar, was wir hier gerade tun. Please Schutzgeld. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. So, dann drehen wir mal hier gerade um. A back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Михаил, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. I didn't kill Joseph. We will make more money with him alive. Черт, Михаил! Михаил! Fuck! You're lucky. Roman don't try to make you kill someone every 2 seconds. Oh, alles klar. Hier mal ein Gas. Die Mission hat sich nicht geändert. Wir sollen irgendjemanden jetzt auf einmal ausschalten, aber irgendwie auch halt nicht, weil klar, lebendig bringen uns die Kerle ein bisschen mehr Kohle ein, wenn wir alle umbringen. Bringt das gar nicht. Da können wir aber wieder so schön geradeaus drüber schießen. Rote Ampel überfahren. Wir spielen ja nur GTA, wir spielen ja nichts anderes. Ja, passt schon. Wir steigen hier schon aus. Und laufen dann hinten. Geh ins Waffengeschäft. All right, you don't look like a cop. Buy what you want. Eine Mikro SMG. Um die Waffe zu betrachten. In dem Fall kaufen wir die. Geh damit zurück zu Dimitri. So. Drive us to Mr. Faustin. Fahre zu Mr. Faustin. Werden wir machen. Aber in der nächsten Folge. Mr. Faustin, have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Michael was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Jo, in dem Fall verabschiede ich mich. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder bei Let's Play GTA 4. Ich bin euer DarkDragon90. Jo, wenn euch langweilig ist, schaut doch einfach mal bei uns auf dem Kanal. Wir haben auch noch andere Let's Plays. Hauptsächlich von mir noch die 2 anderen Minecraft-Projekte. Ich weiß nicht, ob Landwirtschaftssimulator momentan aktiv wieder stattfindet. Auf jeden Fall ist es geplant, dass dort wieder Folgen bald kommen sollen oder eventuell schon kommen. Wie gesagt, ich habe momentan dort keinen Überblick. Ich bin euer DarkDragon90. Bis dann. Ciao, ciao.